Willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir gemeinsam den wahren Grund dafür herausfinden, wieso du jetzt noch keine Partnerin an deiner Seite hast, die zu dir passt. Denn, surprise, egal wo du gerade stehst, egal ob du gerade gar keinen Kontakt mit Frauen hast oder du hast keine Dates, weil Frauen dich nicht attraktiv finden, du hast Dates, Frauen verlieren das Interesse oder es sind nicht die richtigen Frauen, so was es auch immer ist. Es gibt immer bestimmte Gründe, wieso du jetzt keine Freundin hast. Und ich erwähne das deshalb, weil 80% der Leute da draußen eine sehr dumme und naive Einstellung zu dem Thema haben. Sie sagen dir sowas wie, ja, Topf findet seinen eigenen Deckel, musst einfach nur abwarten, sei du selbst, dann kommt schon die Richtige. Wer braucht schon hier zuhören und sich weiterbilden zum Thema Frauen? Ja, schließlich musst du einfach du selbst sein und dann passiert schon alles. Ich denke, ich muss nicht erwähnen, wie unfassbar dumm, naiv und kindisch diese Mainstream-versiffte Einstellung ist. Also wenn du ein Typ bist, der für nichts Gründe sucht und alles so hinnimmt, ohne etwas ändern zu wollen, dann ist das Video nichts für dich. Aber wenn du genau den Grund herausfinden willst, wieso du keine Freundin hast und damit auch natürlich das Wissen bekommen willst, wie du das ändern kannst, dann ist dieses Video hier sehr interessant für dich, also schau das Ganze bis zum Ende. Es gibt verschiedene Gründe, wie gesagt, jede Situation ist absolut individuell, aber trotzdem pauschalisierbar, das kann ich dir nach über 1000 Kunden sagen. Mal kommen Leute zu uns, die gar keine Frauen im Leben haben, mal kommen Leute zu uns, die zwar viele Frauen im Leben haben, viele Dates haben, aber die Frauen das Interesse verlieren und die Gründe zum Beispiel sind halt komplett unterschiedlich, aber das wirst du in diesem Video erfahren. Ich werde dir nämlich jetzt ein paar Fragen stellen und diese Fragen wirst du dir selber mit diesem Video zusammen beantworten und sie werden darüber entscheiden, was der wahre Grund ist dafür, wieso du keine Freundin findest. Also, lass uns anfangen. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist, hast du Frauen im Leben, ja oder nein? Ich zeichne dir das mal hier auf. Frauen, Fragezeichen, ich denke, du weißt, was damit gemeint ist. So, es gibt auf diese Frage nur zwei Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Das ist entweder du hast keine Frauen im Leben oder du hast Frauen im Leben. Wenn du keine Frauen im Leben hast, dann ist das selbstverständlich dein offensichtliches Problem. Und meiner Meinung nach ist das die komplizierteste Ausgangslage. Also dauert in der Regel bei meinen Kunden zumindest so 2-3 Monate, bis sich da wirklich was tut und bis sie eine Frau kennenlernen, wenn sie gerade gar keine Frau im Leben haben. Weil du lebst den falschen Lifestyle. Du hast den falschen Freundeskreis, du lernst keine Frauen kennen, du bist nicht sozial genug und du musst relativ viel an deinem Leben verändern, wenn du jetzt so gar keine Frauen in deinem Leben hast. Weil wenn du keine Frauen hast, kannst du auch keine Dates haben. Wenn du keine Dates hast, dann kannst du logischerweise nicht deine Traumfrau kennenlernen. Die versteckt sich ja nicht irgendwie bei dir unterm Sofa. Oder es ist nicht die Postbotin, die irgendwie anklingelt und dann deine Nummer haben will. Das ist ja nicht real. Solange du dein Leben nicht veränderst, solange du nicht mehr unter Menschen gehst, solange du nicht vielleicht Frauen ansprichst oder Online-Dating machst, wirst du keine Frauen kennenlernen und dich auch nicht verbessern, weil du brauchst Erfahrung. Wenn du noch nicht viel mit Frauen zu tun hattest, dann bist du zu 99% nicht in der Lage dazu, mit Frauen zu flirten. Dir fehlt einfach dieses soziale Fingerspitzengefühl in diesem Bereich. Heißt, wenn du keine Frauen im Leben hast, dann ist das Erste, was du tun musst, Erfahrungen sammeln, wie zum Beispiel, indem du bestimmte Übungen machst, indem du bestimmte Orte besuchst, wo sich wieder Frauen rumtreiben oder indem du Frauen ansprichst. Wenn du Interesse an diesem Thema hast und gerade gar keine Frauen im Leben hast, dann abonniere einfach diesen Kanal, weil wir reden unter anderem hier immer darüber, was du also in deinem Leben verändern musst, damit du auf einer regelmäßigen Ebene Frauen kennenlernst und eine gewisse Übung hast, ja, und da auch irgendwann die richtige dabei ist. Also das ist die Lösung, das L steht für Lösung. Wenn du gerade gar keine Frauen im Leben hast, dann bist du einfach in irgendeiner gammeligen Firma wahrscheinlich, wo nur Männer sind oder du kommst mit den Frauen dort nicht in den Kontakt. Dein Freundeskreis besteht nur aus Männern, wenn du überhaupt so einen großen hast. Vielleicht bist du auch nur zu Hause am Zocken und am Netflix schauen. Jedenfalls musst du dein Leben verändern.
Wenn die Antwort auf die Frage, hast du aktuell Frauen im Leben, aber lautet ja, du hast Frauen im Leben, egal ob das deine Kolleginnen sind, egal ob du regelmäßig beim Feiern oder mit deinen Freunden zusammen welche kennenlernst, dann stelle ich dir direkt die nächste Frage. Hast du denn aktuell Dates mit Frauen? So, Dates, Fragezeichen. Gleiches Spielchen. Auf diese Frage existieren nur zwei Antworten. Entweder du hast keine Dates oder du hast Dates. Wir gehen mal davon aus, dass du gerade keine Dates hast. Wenn du Frauen im Leben hast, aber keine Dates, dann hat das zwei mögliche Gründe. Grund 1, du tust nichts. Du hast keine metaphorischen Eier in der Hose, um zu einer Frau hinzugehen, dich ihr als Mann, nicht als neutrales Wesen, nicht als Mensch, sondern als Mann zu präsentieren und zu sagen, hey, ich finde dich als Mann attraktiv. Willst du mit mir auf ein Date gehen? Das tust du nicht, weil dafür hast du keine Eier. Und du weißt nicht, wie das geht. Zweite Möglichkeit, du versuchst es, aber bist einfach nicht gut darin. Vielleicht machst du das sehr ungeschickt, vielleicht bist du generell aktuell so eine Persönlichkeit, wo Frauen nicht so viel Interesse haben. Jedenfalls sind das die beiden Gründe. Wenn du es nicht versuchst, dann gilt für dich relativ das Gleiche wie bei der ersten Frage. Erstens, du hast nicht die sozialen Fähigkeiten, weil du es noch nie gemacht hast, um richtig mit Frauen zu flirten, weil du brauchst Erfahrung, um mit Frauen flirten zu können. Wer dir das Gegenteil erzählt, ist einfach komplett bescheuert oder will dir was verkaufen. Du brauchst Erfahrungen, um Erfolg mit Frauen zu haben. Ohne Erfahrungen bist du einfach weird as fuck, deswegen musst du Erfahrungen sammeln. Außerdem hast du ein Problem damit, als Mann zu kommunizieren. Das heißt, du schiebst, wenn du eine Frau attraktiv findest, irgendeinen Vorwand vor, um mit ihr in den Kontakt zu kommen, und du redest eben auf so einer sehr menschlichen und neutralen Ebene mit ihr, anstatt dass du als Mann kommunizierst und ihr sagst, hey, ich finde dich als Frau attraktiv. Nicht als Mensch. Ja? Ein einfaches Beispiel dafür, wie ich das meine. Frauen ansprechen ist ja nicht gleich Frauen ansprechen. Du kannst zu einer Frau hingehen, die du nicht kennst, auf der Straße und ihr sagen, hey, wo ist der Weg zur Post? Oder wo kann man hier schön feiern gehen? Oder irgend so eine neutrale Scheiße. Damit lernst du sie ja nicht als Mann kennen, sondern schiebst du einen dämlichen Einwand vorweg, weil du nicht die Eier in der Hose hast, um dich als Mann zu präsentieren, weil du vielleicht Angst vor Ablehnung hast. Was anderes ist es, wenn du sagst, hey, ich finde dich attraktiv, willst du auf ein Date mit mir gehen? Weil dann stellst du die Frau vor die Wahl, ja oder nein. Sie kann ja oder nein zu dir als Mann sagen, nicht als Mensch, sondern du kannst direkt als Mann abgelehnt werden. Und das tut den meisten Männern weh, deswegen machen sie es nicht. Und da musst du diese Schmerzgrenze überwinden. Auch das machen wir im Coaching, das bringe ich dich hier auf dem Kanal bei. Also wenn du mehr über dieses Thema erfahren willst und wenn du mit Frauen sehr neutral kommunizierst, ohne zu flirten, weil du Angst vor dem Nein hast, dann abonniere diesen Kanal, denn wir sprechen sehr, sehr oft hier über diese Themen. Oder hör dir einfach unseren Podcast an. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung in unserem Podcast. Da gehen wir noch sehr, sehr viel tiefgründiger auf diese Themen ein. Wenn deine Antwort aber auf die Frage, hast du aktuell Dates, ein Ja ist, dann habe ich die nächste Frage für dich. Und diese Frage wäre, hast du Erfolg auf diesen Dates? Passiert auf den Dates das, was du möchtest, was passiert? So, Erfolg auf Dates. So, gleiches Spielchen. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten für dich zu antworten. Entweder du hast gerade keinen Erfolg auf Dates oder du hast Erfolg auf Dates. Sagen wir, du hast keinen Erfolg auf deinen Dates. Dann liegt es daran, dass dich Frauen nicht attraktiv finden. Höchstwahrscheinlich bist du zu wenig dominant, kannst dich nicht durchsetzen, bist nicht selbstbewusst genug und hast nicht all diese anderen Attribute, die Frauen einen Mann attraktiv finden. Denn du musst wissen, Frauen und Männer funktionieren da relativ verschieden. Wir Männer sind simple as fuck. Wir achten auf die Möpse einer Frau und den Hintern. Wir schauen uns die Frau an, gefällt sie uns optisch, ja oder nein. Und dann entscheiden wir relativ schnell, kann mit dieser Frau etwas werden oder nicht.
Bei Frauen ist das eine viel kompliziertere Sache. Was an sich ja gut ist, weil du nicht aussehen musst wie ein Topmodel, um Erfolg bei Frauen zu haben. Aber es ist trotzdem nicht ganz leicht, denn Frauen achten darauf, dass du, vor allem feminine Frauen, dass du gewisse maskuline Eigenschaften verkörperst. Und diese maskulinen Eigenschaften sind: Kannst du die Führung übernehmen? Zum Beispiel in deiner Gruppe oder auf den Dates. Kannst du Entscheidungen treffen? Kannst du schnelle Entscheidungen treffen? Bist du in der Lage, dich durchzusetzen gegenüber anderen, auch wenn das manchmal bedeutet, einen potenziellen Streit vom Zaun zu brechen und mal ein bisschen Druck, ein bisschen Gegenwind auszuhalten? Bist du in der Lage, klar und deutlich zu kommunizieren, nicht durch die Blume raus, sondern so, wie ich das zum Beispiel hier in diesem Video mit dir mache? Kannst du das? Oder erwischst du dich dabei, dass du immer durch die Blume kommunizierst, dass du immer drumherum redest und dich nicht so richtig traust, präzise auf den Punkt zu kommen, weil du Angst hast, Menschen vom Kopf zu stoßen, sie zu verletzen oder was auch immer. Oder eben Dominanz, ja, weil du musst dir vorstellen, Dominanz und Submission, das existiert nicht nur im sexuellen Kontext, dieses ganze Sub- und Dom-Thema, sondern das überträgt sich auch auf die ganze Beziehung, auf die ganze Interaktion. Also es gibt in jeder Interaktion zwischen Mann und Frau, oder allgemein in jeder sexuellen Interaktion, egal welchen Geschlechtes die beiden Rollen sind, ist zum Beispiel auch bei Schwulen oder bei Lesben so, jedenfalls gibt es einen maskulinen Part und einen femininen Part. Und umso mehr diese Parts verteilt sind, umso klarer die strukturiert sind, ich habe die maskuline Rolle, du hast die feminine Rolle, desto mehr Anziehung herrscht. Wenn beide die feminine Rolle verkörpern, also alle femininen Attribute und nicht die maskulinen, die ich dir eben aufgezählt habe, dann entsteht keine Anziehung. Und wenn du eine sehr feminine Frau haben willst, also eine submissive Frau, die gerne zu dir aufschaut, die gerne es hat, dass du die Führung übernimmst, die das sogar teilweise antörnt, dass du Entscheidungen triffst, anstatt dass sie die Entscheidungen treffen muss. Wenn du solche Frauen haben willst, dann musst du halt sehr, sehr maskulin sein. Und ich auf meinem Kanal, in meinem Coaching fokussiere mich halt nur darauf, Männern solche Beziehungen näher zu bringen. Also wenn du eine feminine Frau an deiner Seite haben möchtest und eine Beziehung, die voller sexueller Spannung geprägt ist und das auch noch nach Jahren, die nicht einfach verfliegt, dann brauchst du mehr maskuline Attribute. Und diese kannst du dir aneignen, dafür geben wir unseren Kunden zum Beispiel Trainingspläne, darüber reden wir die ganze Zeit hier auf unserem Kanal, das ist so ziemlich das einzige Konzept. Maskuline Energie, feminine Energie, wenn du feminine Frauen bekommen willst, dann musst du ein maskuliner Mann werden. Dann musst du Dominanz aufbauen, dann musst du durchsetzungsfähig sein, dann darfst du dir nichts gefallen lassen, wie zum Beispiel, dass dir ein Kollege auf der Arbeit in so einen dummen Spruch reindrückt und du hast Angst, irgendwas zu tun, obwohl du gerne was sagen würdest. Das darf halt nicht sein, weil wenn das zum Beispiel eine feminine Frau mitbekommt, dann bist du für sie sofort gestorben, ja? Egal wie du aussiehst, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Status du hast, du hast versagt in ihren Augen und bist nicht mehr attraktiv, weil du dieses maskuline Attribut, Durchsetzungsfähigkeit, Streitfähigkeit einfach nicht mehr hast. Und feminine Attribute sind dagegen eher so Empathie und Harmonie und sich einfach vom Strom leiten lassen, anstatt selber Entscheidungen zu treffen. Ja? Und wenn du so eine Frau an der Seite haben willst, dann musst du halt sehr maskuline Attribute aufbauen. Abonniere einfach diesen Kanal, wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst, weil das Video würde jetzt original 5 Stunden dauern, wenn ich dir das Ganze hier tatsächlich näher bringen würde. Also, dein Problem ist, wenn du auf Dates keinen Erfolg hast, dass du einfach nicht genug maskuline Eigenschaften hast. Die Lösung ist logischerweise, baue maskuline Eigenschaften auf. Abonniere den Kanal. Wenn die Antwort darauf aber ja ist, also du hast Erfolg auf den Dates, es passiert etwas auf den Dates, ihr landet in der Kiste oder ihr küsst euch zumindest, dann ist meine nächste Frage an dich: Behalten die Frauen das Interesse an dir? Ja oder nein? Ich schreibe hier für dich einfach hin: Interesse? Fragezeichen. Darauf gibt es nur zwei Möglichkeiten für dich zu antworten, entweder mit Nein oder mit Ja. Wenn Frauen das Interesse an dir verlieren, obwohl etwas auf dem Date passiert ist, dann heißt es, dass du inkongruent bist. Du bist nicht authentisch und spielst deine Rolle verdammt schlecht. Die Frau hat so einen ersten Eindruck von dir: okay, cooler Typ, selbstbewusst, dominant, so all das, was ich haben will.
Aber im Laufe der Zeit fängt deine Fassade, das, was du vorspielst, an zu bröckeln. Dein alter Ego kommt raus und die Frau findet dich auf einmal doch nicht so attraktiv, weil sie dir nicht vertrauen kann. Wir vertrauen niemandem, der nicht kongruent ist. Wir vertrauen niemandem, der seine Rolle nicht gut spielen kann. Hier an dieser Stelle so eine kleine Einführung für dich in die Psychologie des Menschen. Das ist so richtig basic shit. Wir haben immer eine Maske auf. Dieses authentisch, sei du selbst, dieser ganze Schwachsinn, der vom Mainstream gepredigt wird, der ist Nonsense. Nicht existent. Es gibt kein authentisches Ich. Ich werde mit dieser Persönlichkeit geboren. Ich bin schüchtern. Ich bin so und so introvertiert, so und so extrovertiert. Alles Schwachsinn. Wir haben, jeder einzelne von uns, in jeder Interaktion eine Maske auf. Oder behandelst du deine Mutter, redest du mit deiner eigenen Mutter genauso wie mit einer Frau auf einem Date? Ich hoffe nicht. Wenn ja, das ist verdammt schmutzig, komischer Fetisch. Du hast immer eine Maske auf. Du redest mit deiner Mutter anders als mit deiner Frau, als wenn du mit meiner Frau flirtest. Und du redest mit deinem guten Freund anders, als du bei einem, sagen wir, Bewerbungsgespräch mit deinem potenziellen Chef redest. Du bist überall verschieden. Du setzt überall eine andere Fassade, eine andere Maske auf. Und das ist auch nicht schlimm. Wir Menschen sind so konzipiert, dass wir uns unserem Gegenüber anpassen, dass wir uns in der Lage sind, der sozialen Situation anzupassen. Und die große Frage ist, was für eine Maske hast du auf? Weil es gibt Masken, Fassaden, das Ich, was du gerade nach außen trägst, dem anderen präsentierst, was halt sehr einfach zu präsentieren ist, wenn du zum Beispiel die Maske aufsetzt von einem schüchternen Waschlappen, der nicht aus sich selber rauskommt, oder von einem Weichei, was keine Entscheidungen treffen kann, kann halt jeder. Aber wenn du ein sehr dominantes und durchsetzungsfähiges Ich präsentieren willst, dann musst du dafür kämpfen. Dann braucht das eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Übung, und diese Fassade, dieses Ich ist schwerer rüberzubringen. Und wenn du auf einem ersten Date performst oder auch auf einem zweiten oder dritten Date und die Frau nach und nach das Interesse verliert, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass du ganz viele verschiedene Masken hast, die zu krass voneinander abweichen, und das ist meine persönliche Definition von nicht authentisch. Du solltest schon entscheiden, hey, ich will genau so und so und so wahrgenommen werden, und dann in möglichst jeder Situation, jeder sozialen Interaktion deines Lebens genau so sein. Nicht abweichen, nicht mal der weiche, liebe Typ sein, dann dieser dominante, macht keinen Sinn. Er schafft dir ein Ich, wie du sein willst. Und Überraschung, du kannst entscheiden, wer du bist. Nichts ist angeboren. Zum Beispiel Schüchternheit, das ist keine Charaktereigenschaft, sondern das ist nichts weiter als eine erbärmlich schlechte Maske, weil du es nicht anders kannst, weil du es nicht anders gelernt hast. Also du entscheidest, wer du bist. Du setzt dir so ein ideales Ich auf und dann übst du das ein, wie ein Theaterstück. Ja, du lernst Frame Holding. Frame Holding heißt, dass du der Situation einen gewissen Rahmen aufsetzen kannst und dein Frame überwiegt den Frame des anderen. Das ist alles so Feinkram. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann abonniere, wie gesagt, diesen Kanal. Darüber reden wir hier regelmäßig in den Videos oder im Podcast und so weiter. Jedenfalls musst du daran arbeiten, authentischer zu werden, indem du nicht die ganze Zeit vollkommen unterschiedliche Masken aufsetzt und mal der bist, mal der bist, mal der bist, sondern dir ein authentisches Ich suchst und dann anfängst, komplett danach zu leben. Und der Aufbau von diesem Image, von diesem Ich, was du sein willst, das machen wir auch regelmäßig mit unseren Kunden, weil wenn du ein Typ bist, der nicht weiß, was er will, dann hast du sowieso bei Frauen versagt. Du wirst das gehört haben, wenn eine Frau sagt, ich will einen Mann, der weiß, was er will. Ist sehr viel Wahres dran. Wenn du nicht weißt, was du willst, wenn du vor allem nicht weißt, wer du sein willst, wie du von anderen gesehen werden willst und kein bestimmtes Ideal hast, nach dem du lebst, bist du nicht attraktiv für Frauen, bist du nicht authentisch, und dann werden Frauen das Interesse an dir verlieren. Wenn du wissen möchtest, wie du das lösen kannst, Kanal abonnieren, Podcast anhören. Wenn die Antwort auf die Frage, verlieren Frauen das Interesse, aber ist, nö. Frauen behalten das Interesse und wollen alle mit mir eine Beziehung haben, nachdem wir zum Beispiel gevögelt haben. Das ist meine nächste Frage an dich. Sind das denn die richtigen Frauen? Richtige Frau, das schreibe ich dir auch mal hier auf. So. Auch hier gibt es nur zwei Antworten.
Ich hoffe, man kann das noch sehen. Gut. Also, hast du die richtigen Frauen oder hast du nur mit Frauen zu tun, die nicht so wirklich das sind, was du willst? Wenn die Antwort darauf lautet, du hast so etwas mit Frauen, diese Frauen wollen auch was von dir, wollen zum Beispiel eine Beziehung mit dir, aber du willst diese Frauen nicht, weil sie nicht das sind, was du wirklich willst, weil sie nicht deinen Ansprüchen entsprechen, egal ob optisch, egal von den Werten her, dann liegt das daran, dass du es dir zu einfach machst. Ja, du holst dir das, was verfügbar ist. Was soll ich mir dazu sagen? Du gehst den gemütlichen Weg und anstatt es bei den Frauen zu versuchen, bei denen du Angst hast zu verkacken, probierst du es bei den Frauen, wo du weißt, dass die nicht in deiner Liga spielen und gehst diesen gemütlichen Weg. Und wenn das so dein Problem ist, dann fängst du wieder hier oben an. Und zwar mit den richtigen Frauen. Wenn deine Antwort darauf aber lautet, ja, ich habe die richtigen Frauen, dann weiß ich gar nicht, warum du dir dieses Video anschaust. Weil dann hast du ja Frauen im Leben, du hast Dates mit diesen Frauen, das sind die Frauen, die du willst, du hast Erfolg auf den Dates und die Frauen wollen auch alle eine Beziehung mit dir und vermutlich bist du auch mit einer Partnerin, die zu dir passt, in einer glücklichen Beziehung. Keine Ahnung, warum du dieses Video angeschaut hast. Wenn du dich aber hier irgendwo wieder erkannt hast, egal ob hier, du hast keine Frauen im Leben, egal ob du gerade keine Dates hast, egal ob du keinen Erfolg auf den Dates hast und du ständig in der Friendzone landest als der beste Freund, weil Frauen nicht dieses sexuelle Interesse an dir haben, oder dass Frauen das Interesse an dir verlieren nach einiger Zeit, weil du nicht authentisch bist, oder du hast etwas mit Frauen, aber das sind nicht die richtigen Frauen und nicht die Frauen, die du haben willst. Wir haben für alles eine Lösung. Wir machen das jetzt schon seit 5 Jahren. Wir helfen Männern dabei, maskuliner, dominanter, selbstbewusster aufzutreten und infolgedessen die richtige Partnerin zu finden und vor allem auch zu behalten. Darauf haben wir uns spezialisiert und egal wo du gerade stehst, wir haben mit ein paar hundert Männern geredet, die genau an der gleichen Stelle waren. Das heißt, komplett scheißegal wo du stehst, wir haben für jeden eine passende Lösung in der Regel. Wenn du wissen möchtest, wie für dich diese Lösung aussieht, dann klickst du einfach jetzt bitte auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schaust dir ein paar Infos zum kostenlosen Erstgespräch an. Das ist das, was wir unseren potenziellen Kunden anbieten. Du kannst dich bei uns bewerben für ein Erstgespräch, dann sprichst du mit mir oder einem unserer Experten und dann besprechen wir zusammen halt deine Situation. Wo stehst du hier gerade? Warum stehst du dort? Was sind deine Probleme? Und wie kannst du das Schritt für Schritt lösen? Heißt, wir erstellen dir einen kleinen Plan, wie du das für dich lösen kannst. Umsetzen kannst du den alleine oder mit uns. Wenn du Bock darauf hast, unverbindlich mit mir oder einem unserer Experten zu sprechen, dann klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten vergiss, wie vorhin erwähnt, nicht den Kanal zu abonnieren, falls du dich für das ganze Thema interessierst und falls du eine Partnerin finden willst, die zu dir aufschaut und wo sich die Beziehung immer noch nach ein paar Jahren so anfühlt, wie als ob ihr frisch verliebt wärt. Und nicht vergessen, hör dir unseren Podcast an, da gehen wir viel weiter in die Tiefe, weil dieses Video war, gelinde gesagt, oberflächliches Fuck und relativ langweilig zu dem, was ich normalerweise für Zeug produziere. Also Podcast abonnieren oder anhören und Kanal abonnieren und Erstgespräch buchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.